wächst, sagen wir es mal so. Vielleicht kommt er jetzt. Dann renne ich weg. Ach nee. Gut, das ist das Vieh, woher ich den Schlafzauber kenne. Ja. So, natürlich erstmal Dorn, ist ja klar. Ich meine, das war sogar der erste Zauber, war glaube ich Schlaf. Und wenn nicht, dann ist es Gift. Ah, das war Schlaf. Sehr gut. Ah nee, das war Schweigen. Nicht Gift. Entschuldigung. So. Komm, Christus, zeig mir die Peitsche. Komm, Christus, zeig mir die Peitsche. Komm, Christus, komm, Christus. Booyah! Wo kommt das Vieh? Hätte doch jetzt... Ah, ja klar, das Vieh. Du bist doch echt eine Büsche. Sind, dann kann ich ja eh nochmal dazu Secret Area hinrennen. Und dann mach ich aber Aussichtspunkt, kann man eigentlich so sagen. Stimmt. Ja, aber ist es ja nicht. Och nein. Jetzt kommt das Ding. Soll ich es riskieren oder soll ich es nicht riskieren? Ich weiß es jetzt nicht. Also. Das Ding hält gut was aus. Ja, das ist das Problem. Okay, ich kann rennen, weil ich kein Magie gequippt habe. Sondern dafür Item genommen habe. Das ist. Ja. Scheiße. Du hast die Magie nicht gekoppelt. Oh, zwei Finger. Das passiert ja nicht. So, wie man sieht, da ich ja Ifrit die ganze Zeit mit Squall gespielt habe, sieht man mal, wie schnell das gehen kann mit der GF-Beschwörung. Licht am Ende des Tunnels. So, das war jetzt mein übelster Crit mit 640. Aber gut, so ein Pflanzenviecher, von daher weiß jeder, Pflanze verbrennt bei Feuer, höchstens Level 10. Schweigenpuder. Die soll man nicht so schnell leveln. Ja, echt ey. Das ist ja immer ey, wie die Level da. Kann man da nicht mehr hinterherkommen. Ach ja, wieder so ein Teil. Kann man auch alleine kletten. Ja. Boah, 120 Crit. 120, was ist denn da los? Schlafgas, oh nein, bitte nicht. Ja, und Squall hat es mal nicht erwischt. Ja? Ja, du bist doch klasse, echt. Weil ich da so richtig unnötig. Ja. Und wie echt. Oh ne, solche Gegner liebe ich echt, die mich vorher schlafen lassen und danach nicht wieder eingreifen, damit ich wieder wach bin. Also einfach nur unnütz, wirklich. Ach ja. Blizzard Squall. Der hat's ja auch equipped, von daher. Sehr gut. Wobei ich wiederum sagen muss, dass ja eigentlich Christus die. Was? Ja. Warte mal kurz. Mach ich das auch hier da. Genau. Mit Feuer.
sind das für Geräusche? Tja, da laufen auf einmal unsichtbare Pferde hier irgendwie über seinen Bildschirm. Beste echt. Ja, so kann's mal passieren. Rick Defense. Und weiter geht's. Ja, normal. Scheint ein Pferderennen zu sein. Dum, 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 dum. So, das war's dann mal wieder für mich für heute. Und ja, Niflor als super Gastkommentator, muss man echt sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, ja, danke schön für die Blumen, genau. Ja. Er feiert sich gerade. Supi. Naja, ja, wenn es euch gefallen hat, dann da öffne ich mir gleich mal ein Bierchen zu Hause. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr demnächst nochmal reinschauen. Also ich werde wahrscheinlich die 4 Videos nachher schneiden und per Windows Media, okay, per Windows Movie Maker alles so zurecht machen und so weiter, dann hochladen. Ja, und wenn Niflor Lust hat demnächst nochmal und ich wieder weitermachen möchte, kann er wieder vorbeikommen. Und wenn oder er dann macht mal selber ein Projekt. Ja, oder er macht selber ein Projekt. Das wird dann aber blind, weil mich das mehr interessiert. Luca Blight von Suikoden. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß beim Anschauen. Weiterhin noch und ja. Wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst wieder. Ich werde es versuchen, jetzt nächste Woche mal wieder in Angriff zu nehmen, ein paar Folgen hochzuladen. Ansonsten, so wie ich Zeit habe, wochenendemäßig oder so, weiß ich nicht genau. Naja, viel Spaß und bis demnächst, euer AY.